So, hi und hallo mal wieder und ja, das nächste Wunschvideo. Es wurde sich mal wieder gewünscht, Adrenalin XL Booster, die UEFA Euro 2020 Booster meine ich natürlich, aber es ist von Adrenalin XL. 8 Booster habe ich hier nochmal. Das sind die 4 Booster Motive, die ich im Moment besitze, weil das sind die anderen 4, sind zusammen 8 und die werden wir jetzt natürlich mal öffnen, um zu schauen, ob ich da was Hochwertiges drin finde und natürlich Karten auch, die ich noch nicht habe und euch vielleicht zeigen kann, Karten, die ihr noch nicht habt. Also fangen wir jetzt direkt mal an. Ihr habt schon gesehen, mal wieder meine stumpfe Schere. Aber nichtsdestotrotz geht, schaut euch mal hier an, aber ist etwas hochwertiger, deswegen kommt die natürlich nach rechts, das wisst ihr ja. Und ich hoffe natürlich jetzt, dass ich einige Boosterkarten von Euro 2020 euch zeigen kann, die ihr vielleicht noch nicht habt oder noch nicht kennt. Oh, hier sind aber wieder. Das ist ein schönes Farbspiel. Entschuldigung. Ich hoffe, das Husten hat jetzt nicht so doll gestört. Aber es geht ja einfach nur um die Kartenmotive, Kartenspielermotive. Und wenn ihr gerne noch mehr sehen wollt, von denen drückt ihr immer wieder auf Pause. Aber den Trick kennt ihr ja. Aber das Wichtigste für mich ist ja sowieso immer, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, wie ihr die Serie findet, was ihr davon haltet. Sammelt ihr die selber? Oder wollt ihr die noch sammeln? Ganz egal was. Hier könnt ihr und hier sollt ihr alles posten, kommentieren über die Euro 2020. Auch wenn sie euch überhaupt nicht gefallen. Könnt ihr auch schreiben. Oder wenn ihr sie gar nicht sammeln wollt, einfach nur die Videos schauen. Weil ich weiß es selber, es geht ins Geld letzte Zeit. Das sage ich immer wieder. Es gibt so schöne Boosterkarten im Moment, die ich auch persönlich eher bevorzuge, bevor ich die bevorzuge. Aber dass mal wieder ein Wunschvideo ist, mache ich das. Und wer damit gerne anfangen möchte oder seine Serie vervollständigen möchte, ich versuche zu verlinken, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt. Das auf jeden Fall, die brandneuen aktuellen Adrenalin XL Euro 2020 Booster oder eben eine Tindose oder eben Multipacks. Was ich finde, wo der Preis auch okay ist, müsst ihr immer wieder mal schauen. Irgendwas findet man immer, wenn der Preis stimmt. Es gibt auch Booster, die ich im Moment absolut nicht verlinke, weil da ist mir der Preis einfach zu teuer. Das finde ich unfair. Deswegen müsst ihr immer wieder mal reinschauen, wenn ihr eben Lust drauf habt, auf der Adrenalin XL Euro 2020. Sonst lasst es einfach bleiben. Für mich ist es sowieso viel wichtiger, dass ihr mir meine Videos kommentiert. Ja, ich sehe schon, da sind einige Kartenmotive bei, die ich noch nicht kenne. Das bedeutet auch, die besitze ich noch nicht. Hier wieder eine Plastikkarte. Auch nicht schlecht. Ist natürlich hochwertiger, deswegen lege ich sie nach rechts. Wirklich einige bei. So, 2 Boostertütchen habe ich noch. Habe ich es auch wieder geschafft. Und ihr natürlich auch. Ich hoffe, dass ich euch wieder nicht so viel Zeit geraubt habe, wie man so schön sagt. Aber ich sehe gerade schon, meine Lieblingsvideozeit wird nicht sehr viel überzogen.
So, und hier ist es nun. Das letzte Adrenalin XL UEFA Euro 2020 Booster. Für heute. Wenn ihr gerne noch mehr sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare oder lasst einen Daumen hoch da, dann sehe ich das auch. Wo ihr die sicher und bequem bestellen könnt, versuche ich unter dem Video zu verlinken. Ansonsten schreibt mir jetzt alles in die Kommentare. Wie gesagt, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet, ob ihr sie selber sammelt oder noch sammeln wollt oder euch einfach nur die Videos anschaut. So, und das war es mal wieder von der Euro 2020. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Kartenmotive zeigen, die ihr noch nicht kanntet. Und deswegen sage ich wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.